So, sehen wir mal rein. Nehmen wir das Ding mit. Also immer, wenn ich hier so eine 500er Crit-Bomben sehe, das macht so Vorfreude, ne? Mir geht's ganz gut. Sehr schön, Black Rain. Hallo, du. Es macht so Vorfreude auf P2, ich sag's euch. Er kennt die Legenden, hast einen Prime, hau ihn rein. So ist es. Vielen Dank. So. Was haben wir hier? Wir purchen mal rein. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, wäre vielleicht... Also 50% ein Hit. So ein bisschen mehr Range auf meinem Schock. Das wird noch gehen. Das ist halt schon nice, ne? Der hat aber geplatzte Limit. Wohl Counter ist aber nicht geil. Hier, wo kommt der her? Der zweite Lümmel. Oh oh. Und das Schild reinswappen. Nein! Ich hätte vielleicht faken sollen nochmal hier. Aber nächste Phase wird's übel. Da haben wir nämlich einen durchgehenden Schild an und wir haben Mail-Rüstung. Also wir kriegen noch mehr Rüstung dazu. Ich finde krass, dass man SOD auf PvP-Server keine Horde erstellen kann. Musst du immer mal wieder reinschauen. Nee, Allianz ist normalerweise... Allianz ist mehr vertreten. Aber du musst immer mal wieder reingucken. Das ändert sich immer von Stunde zu Stunde. Ich glaube, der geht nicht durch. Hm? Gut. Ich will die ganze Zeit Trinket drücken, aber ich habe keins. No Trinket merkt man schon. Meinte der einen Charge? Es gibt halt zu viele Schurken, Leute. Aber später werden Schurken keine Probleme mehr sein. Wann wird Living Flame wieder geöffnet? Ich denke gar nicht mehr. Also wenn es geöffnet werden würde, dann jetzt. Aber da es jetzt nicht auf ist, denke ich, wird es erstmal nicht mehr passieren. Wie so ein Server, wo ich bin. Ja, geht leider nicht. Also Living Flame kann so gar keinen Schal stellen. Keine Horde, keine Allianz. Da geht beides nicht. Ich fände es geil, wenn man Leute einladen könnte. Das wäre eine gute Idee, ehrlich gesagt. Hä, no joke. Da würden auch keine Bots raufkommen, theoretisch. Die Idee wäre gar nicht so doof. Außer die Bots laden Leute ein, ja. Das stimmt. Dann ist vorbei. Und nächste Phase können wir auch die Tode mitziehen. Ne? Wird auch noch geil.
Denn unsere Flagge ist schon durch, ne? M219 hast auch Bots gehabt. Bots hat es immer gegeben. Vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren. Aber ich muss sagen, so extrem wie jetzt war es noch nicht. Also jetzt ist wirklich unglaublich extrem verglichenerweise. Ist kein gutes 4-Pathing hier. Es werden mehr, ja. Also dieses Ausmaß, was wir auf Lone Wolf haben, dass die Bots wirklich durch Sturmwind durchgehen und denen das komplett egal ist, das hatten wir nicht. Also damals sind die Bots nicht durch Sturmwind gelaufen oder sind geflyhackt durch Orgrimmar. Ich würde sagen, die sind dreister geworden. Verglichenerweise. Genau, die waren so, die hat man nicht gesehen, die sind unterm Radar geflogen. Ne? Und hier wissen sie, okay, sie können so viel hacken und botten, wie sie wollen. Auch wenn alle die reporten, die werden genug Kohle machen, dass das irgendwie rentiert. Hat er gerade meinen Lava-Burst widerstanden? Sehr traurig. Das ist sehr, sehr sad. Ich hoffe, Living Flame öffnet sich noch. Die Problematik wird sein, wenn Living Flame aufgeht, dann werden erstmal tausende Bots raufkommen. Bevor normale Spieler dann drauf sind. Und dann wird er wieder geschlossen. Weil er zu voll wird. Dementsprechend bin gespannt. Nein. Oh, komm noch raus. Ich glaube, wir schaffen es. Leider kein Trinken und so mit, ne? Irgendwie sind alle unsere Leute AFK, oder? Weird. Aber wir kommen noch weg auf jeden Fall. Oh, die fighten. Oh. Wir müssen helfen gehen. Dingstotums rein. Ein bisschen viele hier, ne? No. Ich brauche einen Heartbeat-Proc. Nice. Aber Heartbeat ist zu spät gekommen. Müssen weg. Mage, den kann ich auf jeden Fall counters. Und noch ein Warrior. Ich glaube, das war es mir, wie gesagt. Rip me. Boah, nächste Phase wird so gut werden. Irgendwie habe ich richtig Bock auf den Shaman. Den müssen wir auf jeden Fall... Vielleicht schaffen wir das. Wir müssen mal gucken, wie die Gnome Regan IDs sind. Aber erst ID mit Shaman mitnehmen wäre schon geil, ne? Mehr Loot, desto besser.
Mehr Loot, mehr Loot. Die erste ID ist 8.12. bis 13. Haben die nicht gesagt eine Woche? Dann wären es auf jeden Fall nicht 7 Tage, ne? Oder seht ihr es falsch? Also 8. bis 12. sind 4 Tage. 7 Tage Lockout, genau. Also die ersten 2 Wochen sind 7 Tage Lockout. Und wenn es Donnerstag losgeht, müsste dann der ID-Reset wieder Mittwoch sein, oder? Genau, Mittwoch. Ja. Also hast du 7 Tage im Endeffekt Zeit. Oder 6 dementsprechend. Ich glaube, wir kommen nicht mal ran, ne? Vielleicht können wir die Katze noch ballern. Sehr schön. GG's. Ich glaube, da ist over hier. Ich glaube, eine große Problematik hast du auch, du trägst einfach nur Stoff, ne? Obwohl es geht, ich trage einen Stoff drei. Hab nichts gesagt. Das war irgendwie nicht so grandios, das Begehen.